Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic 7. Ich habe hier in den, wie heißt das Gebiet nochmal, also in diesen Höhlen vor Steinstadt die Troglodyten nochmal platt gemacht. Die hatten sich da wieder breit gemacht, habe in Steinstadt die Fässer nochmal leer getrunken und hier auch wieder die Fässer leer getrunken, das Gold eingesammelt. Und ich habe den größten Teil von unserem Goldbesitz auf der Bank gelassen. Da kann nichts mehr schief gehen. Was wir jetzt noch haben, ist von den Troglodyten und von den Kisten zusammengesammelt. Die Helden sind gebufft und wir sind bereit für die Tunnel nach Negan. So, wir werden da jetzt aufräumen und da nicht eher Los rausgehen, jetzt! bis wir ja, Negan gefunden haben. So, wir wissen ja, hier gibt es mehrere Ebenen. Und wirklich weiter kommen wir scheinbar nur auf der unteren Ebene. Und da geht es teilweise wohl richtig rund mit den Teufeln und Magiern. Obwohl die Magier sind, glaube ich, auf unserer Seite. Ja gut, das habt ihr schon mal fein gemacht da unten. Wir kommen mal runter zu euch, holen euch das Zeug aus dem Weg, dass ihr da nicht mehr drüber fallt. Was? Das geht uns nichts an. Oh, der Zwerg ist gestorben. Entschuldigung. Wir brauchen hier gerade noch ein paar Soll mich das Sachen. jetzt beeindrucken? Nein, soll's nicht. Wir gehören eigentlich gar nicht dazu. So, aber ich glaube, hier müssen wir weiter. Hallo erstmal. Da rutschen wir mal auf die Pelle. Oh, da kommen die nächsten. Falscher Punkt. Wir stellen uns dahin. Da stehen wir nicht ganz so auf dem Präsentierteller. So, wir sind gebufft. Was hast denn du aktuell als Schnellzauber? Weil Feuer war, glaube ich, gegen den nicht gut. Du hast, glaube ich, Wasser als Schnellzauber. Das ist gut. Ja, das fand der Gog nicht so gut, also finden wir das gut. So, kommt der jetzt nach und nach um die Ecke oder eher nicht so? Wie seht ihr das? Ihr liefert euch ein Gefecht mit irgendjemandem. Na, jetzt stehen wir wieder mitten am Präsentierteller. Wir gehen dem mal nach. Hi. Hallo, Magog. Und du bist ja auch schon angekratzt. Dann kratzen wir da weiter. Den haben wir umgekratzt. So. Ja, der geht auch gut runter. Wir haben wieder einiges zugelegt, seit wir das letzte Mal hier versucht hatten, klarzukommen. Da waren wir noch klein und unschuldig. Und jetzt sieht es. Ja, jetzt funktioniert das. Ich bin begeistert. Aber trotzdem Bart nicht vergessen zu Ist da heilen. nur ein Kratzer? Aber kümmere dich Und dann drum. machen wir hier mal klar Schiff. Ja, mach. Oh, ja. Sie kann ja auch noch Schaden machen. Hatte ich ja ganz vergessen, dass wir bei ihr mal Verletzen eingestellt haben. Der flieht schon. Dann machen wir zuerst mal die Kleinen fertig. Jetzt mischt sich der Große dann doch noch mal ein. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ist da nur ein Kratzer? Wie Aber kümmere feige. dich drum. So, jetzt aber den Kleinen hauen wir im Nahkampf easy um. Du darfst noch mal hauen. Du musst heilen. Dann rutschen wir dem nächsten Kleinen auch auf die Pelle. Und blasen dem mal bitte das Lebenslicht aus. Sehr schön. Ist fein gemacht, was? Och komm, kein Verstecken spielen. Hier ist einiges los, dann dauert das ein bisschen, bis da alles durch ist an Cast von irgendwelchen Gegnern und auch von unseren Verbündeten. Sofern sie nicht tot sind. Die Gogs haben leider nichts Tolles für uns dabei. So, wir schauen weiter. Da hinten sind auch wieder Zwerge. Hoffentlich haben die schon mal ein bisschen den Weg freigemacht. Ja, die Magogs gingen auch gut runter. Sehr schön. Und wie die erst runtergehen, wenn Varric seine zwei Dolche tragen kann, dann können die hier alle einpacken. Ja, hier kommen wir klar. Sehr schön. Ich laufe jetzt einfach mal der Nase nach. Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Nee, sind wir nicht, oder? Nein, sind wir nicht.
Schau mal auf die Karte. Also man hat uns ja mal gesagt, wir sollen uns immer links halten. Wo kamen wir denn mal her? Ja gut, wir gehen dann einfach mal runter und gehen mal links. Dann muss ich mich nicht entscheiden. Mach mal den kleinen da platt. Sehr schön, der fällt uns schon mal nicht mehr ins Kreuz. Ach, da, ich dachte, das wäre ein Zwerg. Ups. Upsi. Was war das? Kriegt ihr das hin oder sollen wir helfen? So. Bitte keine Verbündeten treffen. Das wäre ungünstig. So, hier ist dann eine Sackgasse. Aber wir haben Verbündete gerettet. So, so viel zum Thema links. Vielleicht hätten wir doch da oben dann reingemusst. Genau, das weiß man nicht. Und davon viel. Wir räumen hier einfach mal auf. Wir brauchen ja eh noch Gold. Wobei wir eher Gold von toten Verbündeten bekommen als von toten Feinden. Sackgasse. Dann gibt es hier noch was zu kloppen. Ah, der Zwerg hat das hier selbst gut im Griff. So, Reste einsammeln. Weiter geht's. Da sollten wir hochhüpfen können. Hüpf. Und da sind wir. Kommen Sie mal her. Da hinten sieht aus wie so ein hellblauer Punkt auf der Minimap. Das könnte für was Besonderes stehen. Mach zuerst mal den angekratzten Gock, bitte. Denn er macht so viel Schaden wie ein noch voller Gock. So, was hat ihm mal wieder den Rest gegeben? Nur ein Kratzer. Und der ist auch fast Geschichte. Genau. Komm in Nahkampfreichweite, das ist eine ganz gute Idee. Zumindest für uns. Ist das dein Ernst? Der ist auch tot. Jetzt müssen die nur noch Geld dabei haben. Schauen wir mal nach dem hellblauen. Ach, das ist grün. Ich dachte, das wäre hellblau. Alles klar. Ja, Farben ist immer relativ. Bei hellblau gibt es zumindest Might Magic 6 ab, ich glaube, Meister in Luft, dass man dann besondere Sachen in hellblau sieht. Also wenn man irgendwas anklicken kann oder sowas. Dann rutschen wir dem noch auf den Pelz. Du heilst mal ein bisschen. Und... ja, können wir den töten? Du heilst bitte. So. Dann haben wir da hinten so ein komisches Viereck. Das ist eine Pfütze. Das ist nichts. Na gut. Dann lassen wir die Pfütze Pfütze sein. Und sammeln das Zeug hier ein. Die Orientierung ist schon länger weg. Wem soll das denn nützen? Keine Ahnung, ob das mit dem immer links laufen sinnvoll gewesen wäre oder nicht. Wir freuen uns über das Gold, das wir hier finden und schauen uns einfach mal in der Gegend um und folgen der Spur des Goldes. Hallo erstmal. Dürfen wir stören? Ja, gleich ist er tot. Tot ist er. Weiter geht's. Hallöle, junge Dame.
Stammen. Da hätte ich jetzt Bedenken, hochzuschießen. Nicht, dass wir unsere Verbündeten treffen. Wir schnappen uns den Plattenpanzer und machen uns wieder von Socken. Au! Da nochmal. Soll mich das jetzt beeindrucken? So, next one, please. Und Bad nochmal heilen. Genau jetzt. Da nochmal Hallo sagen. Und den Kleinen bitte auch noch entsorgen. Ist das ein Kratzer? Aber kümmere dich drum. Ich hoffe immer noch, dass sie irgendwas Tolles dabei haben, aber nein. Uiuiui. Empfangskomitee. Soll mich das jetzt. Ich sehe hier viele blaue Punkte auf der Karte. Da müssen wir hingucken gehen. Blaue Punkte sprechen zwar jetzt nicht zwingend für einen Tunnel nach, beziehungsweise das Ende des Tunnels nach Nigen. Aber man weiß ja nicht. Soll mich das jetzt beeindrucken? Nee, das sieht eher aus wie ein Raum mit Schätzen. Wenn es viel Gold ist, sind wir da auf jeden Fall gut bedient. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich. Ja, ich würde gerne angreifen. Mach dir den mal bitte. Schwächling. Tot, danke. Und den noch bitte. Tot. Sehr schön. Na, nach Gold sieht es hier nicht aus. Aber vielleicht kann man ja hier was zu Gold machen. So, nochmal eine Runde Heilung. Für dich und die Herrschaften. Ranrutschen. Gotteswiederherstellung. Das könnte sowas sein wie göttlicher Eingriff, dieser Zauber. Hebt alle Zustände wieder auf, außer Tod, Versteinerung und Vernichtung. Also Vernichtung ist so viel wie Verrottung aus den alten Teilen. Okay, das haben wir auf jeden Fall mal auf Reserve. Dann hier mal töten. Und das Heilen nicht vergessen. Was ist so im Damage-Fieber, dass sie das Heilen vergisst? Ratatzeng. Das war eine Falle. So, noch einmal bitte Bad heilen. Und dann soll mir Bad sagen, was das für eine Axt ist. Wem soll das denn nützen? Eine olle Barbarenstab-Axt. Ganz nett, aber unnütz. Bad, da ist Alchemie drauf. Wie kannst du da sagen, dass das unnütz ist? Also bitte. Na nun, jetzt war ihm. Und sie haben immer noch nichts für uns dabei. Aber da gibt es noch blaue Punkte. Weiß ich nicht. Ja, aber Äxte tragen wir nicht. Vielleicht will sie aber ein Händler für teures Geld erstehen. Au. Oh, da liegt ein großer Klumpen Gold. Da liegt ein Zauberstab. Hä? Was soll das denn sein? Ja, Zauberstäbe kennt er sich nicht so aus. Unser guter Bad. Ja, hab dich nicht so. Heilen. Ja, ich würde auch mal gern wieder Schaden machen. Nur ein Katze. Warum kein Problem? So, da um die Ecke ist mindestens noch ein Gegner. Na. Pause lösen. Leichen einsammeln. Wir sind hier ordentliche Abenteurer. Könntest du mal bitte hier bleiben? Da oben helfen uns noch ein paar Damen. Schwächling. Da
Deswegen bloß nicht hochgucken, nicht, dass da irgendwie ein Pfeil sich verirrt oder so. Gefühlt sind wir aber mal wieder da, wo man eigentlich nur ist, wenn man runterfällt oder Gold braucht. Da liegt eine Leiche. Zokars Axt. Ah, das ist eine besondere. Ein Familienerbstück der Monarchen von Zokar. Diese Waffe versieht ihren Träger mit einem starken Verbundenheit zur Erdmagie. Ja gut, erhöht den Effekt aller Erdzauber. Bringt uns aber relativ wenig, weil Bud das, glaube ich, nicht tragen kann. Was soll das denn sein? Das ist eher ein Stab für Bud, wenn man ihn mal irgendwann identifiziert hat. Wir haben einen Schädel gefunden. Seit wann kann man die Skelette anklicken? Schädel von Zokar dem Vierten. Suchgegenstand, der Schädel des alten Zwergenkönigs Zokar dem Vierten. Er sieht nicht sonderlich beeindruckend aus. Das ist korrekt. Gut, wir haben eine Quest gelöst, die wir nicht haben. Weiß ich nicht. Ui, die Stiefel sehen cool aus. Ja, Bud, das mit deinem Erkennen müssen wir auch nochmal trainieren. So, Karte schauen. Ja, wir sind jetzt hier einmal um die Ecke und das da war höher, als wir waren. Wir waren ja hier unten, also können wir dazu erstmal nicht rüber. Und wo waren wir jetzt noch nicht, wo wir hin können? Wir müssen zwar erstmal wieder ein gutes Stück zurück. Hier ist auch alles grün. Also ist hier kein Gegner mehr. Ratterzeng. So, bei dem Tunnel, das Tunnelende, also Nigen, wird man hoffentlich nicht verpassen können. Hoffentlich. Hier ist irgendwie nur eine Nische. Könntest du mal bitte... Hallo, die Damen. Ist da nur ein Kratzer? Ihr sollt uns nicht dumm angucken. Hau da ab! Mädels. Das ist unlustig. Danke. Danke. Und dass ihr da oben auch aufgeräumt habt, habt ihr fein gemacht. Wir schauen auch mal, dass wir mal wieder hochkommen. So, die Damen. Hier ist alles ruhig. Da ist auch alles ruhig. Da ist wieder das Planschbecken. Hierüber waren wir noch nicht. Und da ist ein Raum mit ganz vielen blauen Punkten. Zuerst looten, dann schauen wir, auf was die Damen rumhauen. Ganz nett, aber unnütz. Oh, wieder ein Schwert. Tacitus muss dringend noch Schwert lernen. Eine Hand Schwert, eine Hand Kolben. Soll mich das jetzt beeindrucken? Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, aber ich will ein Schwert tragen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Und dann muss er zuerst mal Schwertmeister werden. Du heilst dich bitte selbst. Und der ist fast tot. Perfekt. Ja, den kleinen... Kriegen wir das hin, ohne die Hexen zu vernichten oder zu touchieren oder so? Geht das? Mit viel Gefühl. Dankeschön. Oh, Mann, bin ich erschrocken. Und wann haue ich noch einen Zwerg? Dann ist hier, glaube ich, der Teufel los. Donnerfaustgebirge. As you go deeper into this vast network of tunnels, your instinct tells you that many dangerous creatures dwell within. You vowed to remain vigilant. Okay. Wir gehen tiefer und tiefer ins Netzwerk der Tunnel und meine Instinkte sagen mir, dass viele gefährliche Kreaturen da unten rumlungern und wir müssen flink bleiben.
Oder flexibel. Oder was auch immer. Meine Deutsch-Englisch-Übersetzung ist nicht ganz so gut. Attacke! Hi! Ein Minotauren-Anführer. Ich glaube nicht, dass wir aktuell hier sein möchten. Ein perfekter Zeitpunkt zu verschwinden. Danke, Warrick. Du hast das sehr gut formuliert. Karte. Minotauren haben gerne so die Eigenschaften, einen instant aus dem Leben zu hauen. Ich hoffe mal nicht, dass das die Fortsetzung des Weges nach Nigen ist. Oder wie hieß das Gebiet? Wir gehen dann nochmal rein. Donnerfrostgebirge? Nein, das heißt nicht Nigen. Gut, dann gehen wir dann nochmal da zurück. Och, Zwerg. Das ist echt nicht mehr feierlich. Geh doch mal aus dem Weg. Mensch. Dann schauen wir lieber nach den blauen Punkten da hinten. Da gibt es blaue Punkte. Und noch ein paar Gegner, damit es auch nicht langweilig. Bleib doch mal stehen. Nur eine Katze. Alle tot. Komm her. Flüchten ist zwecklos. Und Sackgasse. Also falls wir jetzt den Ausweg finden möchten, muss ich da passen. So. Ihn heilen. Den schlagen. Entschuldigung, Mädels. So, nochmal Karte schauen. Sieht so aus, als würde es hier noch weitergehen. Also da so links so. Ja, links so. Wir halten uns mal grob links. Was wir, glaube ich, von Anfang an hätten tun sollen. Aber so haben wir noch ein bisschen Gold eingesammelt. Und Dinge erkundet und einen Schädel gefunden. Ah, das ist der Gang. Ach so, das ist oben. Ja, hier eine Etage höher. Nur springen wird hier wohl kaum reichen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht mal als Meister. Als Meister? Nee, da geht es nur um Erholungszeit. Ich glaube, bei Might Magic 6 war das so, dass man dort auch Höhe gewonnen hat. Es hat fast gereicht. Das reicht nicht. Also wir müssen irgendwo hoch. Jetzt bin ich einmal um den Block gelaufen. Sehr schön. Also hier geht's ja nach oben. Also wollen wir... das war hier, wo wir gesehen hatten... Aber da waren wir, glaube ich, schon. Da wird es noch weitergehen. Da eventuell noch. Ah, ich mag solche Dungeons nicht ganz so sehr. Aber irgendwie müssen wir da, glaube ich, wieder hoch, weil es gibt, glaube ich, keinen Verbindungsgang. Weil, ich glaube, hier war der Eingang. Entweder sind wir hier jetzt total falsch oder ich habe irgendwas übersehen. Also Fakt ist, wir müssen auf der Höhe irgendwo anders hin. Hier rüber springen wird uns, glaube ich, nichts bringen. Ich glaube, da hinten ist eine Sackgasse. Ja,
Da können wir nur dann wieder rüberhüpfen. Und unten waren wir schon überall. Ja, da gucken die Mädels von unten. Dass wir hier oben rumstiefeln. So, dann nochmal ein Hüpfer. Zack, zack. Nochmal drüben. So, hier geht's runter, aber wir müssten eher halt oben bleiben. Oder ich habe einen Weg nach oben verpasst. Da geht's schon wieder runter. Ah nee, so kommen wir Richtung Ausgang. Zumindest mal Ausgang unten. Ausgang unten, da geht's hoch. Gehen wir mal hoch und hoch und hoch. Da auf der anderen Seite. Also hier rüber hüpfen. Hüpf. Dann hier lang und dann da lang. Und das schafft ihr schon mit dem Gog. Wir kümmern uns um die. Und dann betreten wir zumindest mal wieder Neuland. Das ist besser als nichts. Hallo erstmal. Ja, haut mal ein bisschen Magie raus. So, jetzt ihr zwei Hübschen. Au! So, mit Magie und zwischendrin nochmal unser Mimüschen heilen. Ja, und immer mal wieder drauf warten, dass man auch dran ist. Das ist der Nachteil, wenn man viele Verbündete im selben Dungeon hat. So, jetzt aber. Hier wird es dann richtig voll. Entschuldigung, die Dame. Soll mich das jetzt beeindrucken? So, wir gehen jetzt mit Gefühl an die Sache ran. Nicht, dass wir aus Versehen irgendwelche Damen hauen und die dann zurückhauen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Früher hat man ja gelernt, als Junge zumindest, habe ich gehofft, dass man Mädchen nicht schlagen soll. Oder nicht piesacken soll, aber... Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh oh. Ich glaube, das hat nicht immer so wirklich funktioniert. Wobei man ja auch als Mädchen auch mal gern die Jungs geärgert hat. So, du heilst bitte mal deinen Kollegen. Du heilst denselben Kollegen. Ich weiß nicht, warum ihr so plötzlich so viel aufs Mundwerk gekriegt habt. Aber ja. So. Einmal durchscheinen. So, das sieht wieder einigermaßen gut aus. Und wir gehen in die Pause. Bis gleich.